Ja, hallo, hier ist der Matthias und ich habe heute den 1000HE hier, den IPC 1000HE und den wollte ich euch mal vorführen bzw. beim Unboxen, beim Auspacken mal zeigen, was einen so erwartet. Schon mal ein schönes großes Messer mitgebracht. Wenn jetzt kleines Kind drin wäre, wird es wahrscheinlich sterben. Aber das soll ja ein Computer drin sein. Bekommen habe ich das von Cyberport als Testgerät, als Sample. Und ja, den kann ich jetzt ein paar Wochen behalten, mal ein bisschen testen. Bin sehr gespannt, wie er sich unterscheidet. Wieder ein bisschen Luft. Ich habe nämlich gehört, dass er sich um 1000H sehr wenig unterscheiden soll. Ist aber verdammt schwer jetzt erstmal. So, ist die Verpackung, die jetzt bestimmt 4 Kilo wiegt, wo ich gar nicht weiß warum. Ja, sieht jetzt erst auch mal auf den ersten Blick auf dem Bild erstmal wirklich wie ein 1000er aus. Schauen wir gleich rein. Hier die Beschreibung, das Modell, Seriennummer, Checknummer etc. Ich hoffe, man sieht das gut. Auf der Rückseite nochmal beschrieben. Was er so kann, ne Moment, nur diese Werbung. Einfaches Lernen, Arbeiten, Spielen, bla bla bla. Naja, Werbung halt. Register und die Farben. Und hier haben wir offensichtlich einen weißen, weil da der Haken drauf ist. Auf der Rückseite nichts. Wollen wir nochmal aufmachen. So geht's. Ah ja, okay, so soll er ausgepackt werden. So, da kommt uns aber direkt mal eine Tasche entgegen. Also, die ist ganz schön dick. Scheinbar. Oh ja. Ja, das ist dieselbe Tasche, die ich auch immer mitnehme. Vom 1000er oder vom S01, ich bin nicht ganz sicher. Die finde ich auf jeden Fall okay, weil die ist ja, so schaumstoffig, ist ganz gut gepolstert, sieht jetzt nicht so super schick aus, aber ist in Ordnung halt. Da nochmal das schöne I drauf. Super. Da einmal ein Hinweis, wie man mit Windows umgeht. Naja, gut. Ganz nett. Einschalten, herunterfahren. Netzwerkverbindung, lokales Netzwerk. Halt das, was die Leute an der Hotline auch am meisten fragen. So, da ist aber schon der 1000HE. Offensichtlich kein Akku drin. Ja, war zugeklebt hier. Ja, von unten. Oh, eine Klappe, eine große. IPC 1000HE. Gucken wir uns mal von der Seite an. Ja, wie gewohnt. USB 2.0 steht sogar dran. Ethernet, hier ist der Kensington-Lock, um halt das abzuschließen. Mikrofon und Kopfhörer. Vorne sind erstmal keine. Auf der anderen Seite haben wir SD-Karten-Slot, offensichtlich mit Spring, Quick-Spring-Funktion, die man so, wo halt die Karte so rausgesprungen kommt. Die Samsungs haben es nicht, zum Beispiel. Mir ist das nicht so wichtig, aber es gibt Kunden, denen das durchaus sehr wichtig ist, ob man das drin stecken lassen kann oder nicht. Also zumindest eine rausguckende Karte finde ich auch nicht so gut, aber beim Samsung kann man sie wenigstens ganz reinstecken, auch wenn sie dann nicht quick rausspringt. Ja, nochmal zweimal USB auf der Seite und natürlich der obligatorische VGA-Anschluss und Strom rein und raus. Ja, sonst würde ich erstmal sagen, sieht wirklich von der Seite aus wie ein 1000er, also wie der alte 1000er. Ist vielleicht ein bisschen flacher geworden, gucken wir später nochmal. Erstmal aufklappen, da erwartet uns einmal dieses Blatt. Oh, die Tastatur sieht natürlich gut aus. Und dann machen wir gleich mal den Test. Weil man liest ja im Internet so viel, die so durchbiegen würde. Ich schreibe mal meinen Namen. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass das Riesentasten sind. Ich weiß gar nicht wieso. Ich werde es nochmal mit einem anderen vergleichen. Vom Gefühl her ist es wirklich also weit auseinander. Aber es kann natürlich auch täuschen, einfach dass das halt da jetzt der Platz zwischen den einzelnen Tasten freigelassen wurde. Hier ist nochmal ein bisschen Werbung. Damit es toll aussieht, kann man den wahrscheinlich so bei Karstadt dann auch präsentieren. ja, offensichtlich hat er kein glossy Display. Hier ist aber noch eine Folie drauf, die ziehe ich direkt mal ab. Da wird noch geworben mit dem Multifunktions-Touchpad und dem Richtmikrofon. Kristallklare Kommunikation. Ich sag's nochmal kurz, 95 Stunden... Ne,
Nee. 9,5 Stunden mit Super Hybrid Engine, also besonders lange Akkulaufzeit. Das Display sei besonders leuchtstark, das gucken wir uns gleich mal an. Und 170 GB bzw. also 160 plus 10 GB Online-Speicher. So machen Asus das halt. Ach, das ist bloß um den Rand. Hätte ich vielleicht auch drauf lassen können. Und so sieht er dann ohne aus. Oben nochmal die Kamera zum Vorschein. Ja, finde ich eigentlich, wie gesagt, ganz schön von der Tastatur her zumindest. Offensichtlich hat sich ansonsten ja nicht so viel geändert. Stecken wir mal den Akku ein. Und mal kurz, was hier noch so drunter ist. Den Akku auf jeden Fall. Das Netzteil hat 12 Volt Ausgang. Interessanterweise. Das benutze ich dann mal später. Ebenso wie das Kabel. Dann gibt es nochmal ein Tuch zum Putzen.